Andals-Info aus der Gmoor. Hallo ihr miteinander, Andals-Info aus der Gmoor, Juli-Ausgabe. Ja, letzte Ausgabe vor der Sommerpause. Da steht traditionell der Haushalt auf dem Plan. Haushalt heißt quasi alles, was die Gemeinde dieses Jahr einnimmt. Die Einnahmen haben ja schon einigermaßen jetzt bekannt, was voraussichtlich an Gewerbesteuer kommt, Einkommensteuer und so weiter und so fort. Was man vielleicht durch Verkauf von Bauplätzen und so weiter alles einnehmen. Und man kann auch gut abschätzen, was wir jetzt an Ausgaben haben, an Löhne, irgendwelche Zulagen und so weiter und so fort. Kauf von irgendwelche Sachen, also einen neuen Computer gekauft für den Bauhof und so weiter. Und das ist jetzt halt festgemacht worden. Jetzt haben wir quasi Rahmenbedingungen, in denen wir uns auch bewegen müssen. Kleine Spielräume oder Sachen, die wir vielleicht in der nächsten Sitzung kaufen wollen, sind schon, ist ja Geld vorgehalten. Ist jetzt ganz schwierig. Das ist aufteilt in Vermögenshaushalt und Verwaltungshaushalt und so weiter und so fort. Möchte ich euch jetzt gar nicht lang nerven. Ich sage nur die wichtigsten Zahlen, ich hoffe, das reicht euch. Also der Haushalt hat insgesamt 16,1 Millionen Euro, das sind 15% weniger wie letztes Jahr. Wir haben eine Verschuldung von gut 2 Millionen Euro, das ist eine Pro-Kopf-Verschuldung von 489 Euro. Damit haben wir gar nicht so schlecht unterwegs, der landesweite Durchschnitt hat über 900 Euro pro Kopf, also sind wir da gar nicht schlecht unterwegs. Und wir haben sogar noch auf der anderen Seite ein bisschen Rücklagen, die gut angelegt haben, gut verzinst haben, deswegen haben wir ein bisschen Schulden gemacht. Da haben 4,6 Millionen Rücklagen da und noch eine Sonderrücklage für der IC, da ist auch noch Geld drauf. Also schaut gar nicht so schlecht aus. Wir müssen schon ein bisschen haushalten mit dem Geld, aber im Großen und Ganzen ist nicht verkehrt. Zweiter Tagesordnungspunkt, auch sehr interessant, da ist darum gegangen, wir haben einen Auftrag vergeben für die Aufstellung eines sachlichen Teilflächennutzungsplan Tiermastanlagen. Ja, um was geht es da? Ja, jetzt um das große Thema Hähnchenmast bei uns. Und das haben wir ja im November, haben wir ja die Bauformfrage, was da war, drunten an der Hängerhäuselstraße, haben wir zurückstellen lassen beim Landratsamt. Es ist aber geprüft worden, ob das legal ist. Und dann haben wir die Zusage gekriegt, ja, also wir haben das bis zum 1.4. nächsten Jahres erst einmal eingefroren. Aber wir haben ja das begründet mit dem, dass wir was tun wollen, dass wir unser Ortsgebiet anschauen wollen. Und das ist genau das, was wir jetzt vergeben haben. Da ist vorher jetzt schon Arbeit Nägel vor, aber wir müssen jetzt einmal liefern, weil wir können es nicht einfach grundlos sperren und sagen, wir mögen das mal über nicht, sondern da haben wir jetzt auch tätig werden müssen. Mehr oder weniger Beschluss war halt nicht. Also dass jetzt das Ingenieurbüro oder halt das weitermacht, die wir jetzt schon haben, die hat das ja schon teilweise ausgearbeitet, aber es gibt halt noch nichts zum Herzen und die muss das jetzt final fertig machen und da hat es nochmal insgesamt knapp 27.000 Euro werden uns das nochmal kosten. Und sobald es irgendwas zum Herzen gibt, fährt es natürlich hier auf diesem Kanal. Aber wie gesagt, heute nur der Beschluss der Vergabe. Dann war eigentlich draufgestanden, ein Bauantrag für eine PV-Anlage an der Autobahn. Aber da ist der Bauantrag nicht rechtzeitig eingegangen, deswegen ist es vertagt worden. Am nächsten Tagesordnungspunkt ist darum auch, wir vergeben wieder Baugrundstücke drunten am Baugebiet am Tannenweg. Ihr könnt euch da alle Unterlagen auf der Gemeinde-Homepage, könnt euch bewerben. Der Quadratmeter kostet 55 Euro plus Erschließung. Der nächste Tagesordnungspunkt ist auch verschoben worden. Da geht es um das Teeren im Baugebiet Nordwest 4 drum. Da fällt die letzte Asphaltschicht, weil da ein falsches Rohr im Boden drin ist, das nicht für ein 100-jähriges Starkregenereignis ausgelegt ist. Aber das Gerichtsurteil ist noch nicht da, dass wir jetzt entscheiden können, teeren wir oder teeren wir nicht, weil wir nicht wissen, ob nochmal aufbackert werden muss. Dann haben wir sich über den Hundesteuersatz unterhalten, der ist halt jetzt moderat angehoben worden. Wir haben ja auch Kosten damit, es müssen ja diese Müllbleitel ausgeleitet werden und so weiter und so fort. Es ist um 10 Euro erhöht worden, bis auf die Kampfhunde. Kampfhunde haben um 500 Euro erhöht worden, aber aktuell ist in Stammheim auch kein Kampfhund gemeldet. Dann Preisanpassung, Gemeindeticket war drauf gestanden. Ja, das wissen viele nicht. Man kann innerorts, also Stammheim-Oppertshofer, für 50 Cent mit dem Bus fahren und Kinder für 25 Cent. Das Angebot wird leider verhältnismäßig wenig angenommen. Vielleicht auf diesem Weg gerne ein bisschen Werbung, dass das genutzt wird. Und da war jetzt eigentlich für die Verkehrsbetriebe eine Anfrage da, weiß ich ja, das ist über landkreisweit, geht glaube ich bis Pfaffenhofen auf. Dass sie es eben erhöhen möchten auf 1 Euro und für Kind 50 Cent, weil da wirklich anscheinend Gemeinden da haben, die da finanziell schon Probleme haben, weil da müssen natürlich was dazu zahlen. Und wurde aber von uns mehrheitlich abgelehnt. Also die Preise bleiben.
Ihr könnt für 50 Cent als Erwachsener und für 25 Cent als Kind innerorts mit dem Bus fahren. Gerne nutzen, ist gut für die Umwelt und dass die Nutzerzahlen da ein bisschen steigen. Die Feuerwehr Stammheim braucht neue Atemschutzgeräte, die haben einfach von der Zeit her schon zu verschlissen und wir haben ja entsprechend viele Einsätze und das kostet 12.400 € grob, waren drei Angebote da, wurde der günstigste genommen. Mann, die Martinschützen Westerhoven haben einen Antrag gestellt auf Zuschuss. Die möchten halt ihre Quere oder ihre Stände umbauen auf digitale Stände. Die haben wir jetzt halt noch ganz normal mit Papierstreifen. Und das haben wir, die Eichenlaubschützen haben schon vor ein paar Jahren gebaut. Und die kriegen einen Zuschuss in ähnliche Höhe, auch 8.000 €. Sie hätten dann ein zinsfreies Darlehen gehabt, aber das darf die Gemeinde leider nicht vergeben. Im selben Zug hat der SV Stammheim noch einen Zuschussantrag gestellt für so ein Kamerasystem, wo die quasi beim Fußball da drüber das gefilmt werden und nachher können sie dann diese Spielzüge analysieren. Aber es war zu günstig, somit fallen die nicht in die Förderrichtlinien. Nein, das hätte über 1.000 € sein müssen, da waren sie halt leicht drunter und Richtlinien haben halt Richtlinien. Jetzt haben wir dem leider nicht zustimmen können. Dann haben wir noch ein paar Infos. Mittlerweile haben wir unsere Asylcontainer bewohnt und es müssen viele Familien drunter sein. Das Einzige, was ein bisschen Problem ist, es gibt öfters mal Feuerwehreinsätze. Und es ist aber nicht so, dass die da unten Zindeln und Schindler treiben, sondern das ist, anscheinend ist der Feuerwehrmeter scheiße positioniert, der ist ziemlich nah an der Küche. Und wenn die normal kochen, dann steigt halt ein bisschen der Wasserdampf oder sonst irgendwie auf. Oder erlangt, wenn die einen Ofen aufmachen, das steigt nur die Hitze auf, dann meldet der schon. Da kennen die aber nichts dafür. Es ist ein Planungsfehler von diesem Rauchmelder. Sind sie froh, dass sie es abstellen, aber deswegen nicht wundern, wenn da ab und zu Feuerwehr drunten steht. Ist wirklich ein technisches Problem. Dann war noch Starkregenereignis in Appenzeller, haben ein paar Keller vollgelaufen an der Hauptstraße, da haben sie mit dem Abwasserzweckverband schon dran, an was das liegt, ob man da eine Verrohrung in der Hauptstraße was machen soll. In dem Zuge, es ist ja wieder überlegt, die Straße zu teeren, also da haben sie schon dran zum Schauen. Die Gerüchte, dass das von oben vom Baugebiet runterkommt, von dem Nein, stimmen anscheinend nicht, weil die eine eigene Verrohrung haben. Da gibt es ein Trennsystem und Mischwassersystem, also Mischsystem und Trennsystem, und also die Hauptstraße hängt nicht an dem Baugebiet rum, wurde uns erklärt. Also diese Gerüchte nicht glauben. Okay, das war schon wieder mit Anderls Info aus der Gmoor für diesen Monat. Nächstes Monat im August gibt es keine Sendung nicht, weil da ist sitzungsfrei und Anfang September sehen wir sie dann wieder. Wenn es euch gefallen hat, gerne weiter sagen. Euer Anderl, merci. Servus.